Michael Jackson wird uns stets als größter Entertainer einer ganzen Generation in Erinnerung bleiben. Seine wegweisenden Tanzschritte, sein legendärer Gesangsstil und zahllose Hitsingles haben ihm einen festen Platz in den Herzen unzähliger ergebener Fans weltweit beschert. Am 25. Juni 2009 um 18.30 Uhr waren jene Fans, die sich auf die angekündigte Comeback-Tournee gefreut hatten, am Boden zerstört. Der King of Pop war für tot erklärt worden. This is hard. My brother, the legendary King of Pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th. 2009, 2:26 p.m. Der erst 50-jährige Michael Jackson hatte einen tödlichen Herzinfarkt erlitten. Nachdem er um 12.30 Uhr in seinem Anwesen in Bel Air gefunden worden war, verbreitete sich die Nachricht von seinem Zusammenbruch weltweit in Windeseile. Als schließlich die schreckliche Wahrheit offenbart wurde, waren seine treuen Fans verzweifelt. Bei Kerzenschein zeigten sie auf rührende Weise ihre Verbundenheit mit ihrem Idol. Manche konnten nicht glauben, dass er tot war. Ich war schockiert, weil er noch ein junger Mann war mit seinen 50 Jahren. Und er war ein guter Mensch. Er hatte Probleme, doch er war ein guter Mensch. Keiner hätte gedacht, dass er so früh sterben würde, wenn man bedenkt, wie viel er für die Musik und die Popkultur getan hat. Das Anwesen der Jacksons in Encino, Kalifornien, wurde zu einer Gedenkstätte. Die Fans versammelten sich hier, um ihm die letzte Ehre zu erweisen und säumten Mauern und Tore mit Blumen, Luftballons und Nachrichten. In Begleitung von Reverend L. Sharpton, einem alten Freund der Familie, nahm Vater Joe Jackson die Ehrungen entgegen und schüttelte den trauernden Fans seines Sohnes die Hände. And the family and I are very proud to see all of you come out here and help us with this whole situation, because we know that we do have fans all over the world. We know that we are loved all over the world. But one thing that I wish could have happened, I wish that Michael could be here to see all this, have to wait till something happened like this before it could be realized. Zur gleichen Zeit war das Haus in Gary, Indiana, wo Michael Jackson und seine 8 Geschwister aufgewachsen waren, ebenfalls zu einem Mekka für trauernde Fans und Nachbarn geworden. Sie kannten ihn noch als jüngstes Mitglied der Jackson 5. Es tut weh zu wissen, dass Michael tot ist, doch bleibt er unvergessen. Genau hier in Gary, Indiana, werden wir die Jackson 5 immer lieben, ganz gleich, was andere über ihn reden. Wir hier in Gary lieben die Jacksons. Das 40 Kilometer südöstlich vom Zentrum Chicagos gelegene Gary wurde 1906 von der United States Steel Corporation gegründet. Benannt nach dem Unternehmensvorstand Albert H. Gary, war sie eine der ersten US-amerikanischen Städte mit einem afroamerikanischen Bürgermeister. 1949 ließ sich der ehemalige Boxer Joseph Walter Jackson hier mit seiner Frau Catherine nieder. Während Catherine Jackson sich um die Kinder kümmerte, nahm Joe Jackson im Stahlwerk eine Vollzeitstelle als Kranführer an, um für seine stetig wachsende Familie zu sorgen. Seine Leidenschaft jedoch lag woanders.
Mitte der 1950er Jahre versuchte er sich als Gitarrist. Gemeinsam mit seinem Bruder Luther spielte er in einer Band namens The Falcons. Als sie keinen Plattenvertrag bekamen, kehrte er wieder zu seiner alten Stelle zurück, um seine Familie versorgen zu können. Über kurz oder lang steckte er seine kreative Energie in den Plan, aus seinen drei ältesten Söhnen ein Gesangstrio zu machen. The Jackson Brothers, Jackie, Tito und Jermaine wurden dabei auf den Congas und dem Tambourine von Marlon und dem sechsjährigen Michael begleitet. Dieser stach seine älteren Brüder bald aus, was das Singen und Tanzen betraf. Auf der Jagd nach dem Erfolg schreckte Joe Jackson vor nichts zurück und schleppte die Jungen von Probe zu Probe. In den Armen ihrer Mutter hingegen erfuhren sie stets viel Liebe und Zuspruch. Alle liebten Catherine. Sie war eine sehr spirituelle Frau, eine Zeugin Jehovas und die sanfte Kraft der Familie Jackson. 1967 wurden aus den Jackson Brothers The Jackson Five, mit dem neunjährigen Michael Jackson im Vordergrund. Nachdem sie den Talentwettbewerb an einer örtlichen Highschool gewonnen hatten, war Joe Jackson damit beschäftigt, seine Wunderkinder in den Clubs und Bühnen rund um Gary und Chicago unterzubringen. Unterdessen perfektionierte Michael Jackson stetig seine Sing- und Tanzkünste. Dazu beobachtete er Showgrößen wie James Brown, Marvin Gaye und Etta James. Ihr Ruhm in und um Indiana wuchs und sie begannen auch außerhalb aufzutreten. Mitte 1967 hatten sie es bis New York geschafft. Die Rhythm and Blues-Legenden Sam und Dave ermöglichten ihnen die Teilnahme an der renommierten Amateur Night im Apollo Theater in Harlem. Das Theater war bekannt als Ort, an dem Stars geboren und Legenden gemacht werden. Und Ikonen wie Ella Fitzgerald und Billie Holiday waren dort aufgetreten. Die Verheißung erfüllte sich auch für The Jackson Five. Nachdem sie am 13. August die Endrunde der Amateur Night gewonnen hatten, machte Gladys Knight, Motown-Boss Berry Gordy, auf sie aufmerksam. Obwohl Gordy nach Stevie Wonder ursprünglich keine weiteren Kinderstars verpflichten wollte, gewährte er ihnen Ende 1968 doch ein Vorspielen bei Motown und war überwältigt von dem 10-jährigen Michael Jackson.